Kann ich auch kurz mal. Ida, ist irgendwas in dem Schuh drin? Hallo liebe Leute, ich bin's, Kuscheli. Oh, oh. Morgens um 7:45 steht sie schon wieder vor der Tür. Ja, dann hat sie die ganze Nacht wieder draußen verbracht und saß dann im Gewitter. Du, dann musst du die im Internet verkaufen. Du, was haben wir hier denn für eine fesche Frisur? Wolltest du mit rauf, weil du ja sonst in letzter Zeit immer solche Star-Allüren hast? Ja. Heute nicht. Heute können wir es mal durchführen. Manuel, guck mal, was sie hier für eine fesche Frisur hat. Das sieht aber pfiffig aus. Das sieht aber pfiffig aus. Kannst du dir den Kopf anzünden. Wenn der Friseur zu dir sagt, das ist eine sehr pfiffige Frisur, dann kannst du eigentlich so hingehen und ihn laufen lassen. Unsere beiden Zwillinge hier, ne? Ich mach das alles. Wenn ich mir eine Tasche kaufe, ne? Dann muss sie sich die Tasche natürlich auch gleich wieder kaufen. Und ich hab's meiner Arbeitskollegin nachgemacht. Ich will nichts mehr über die Taschen hören, sonst zünd ich die an. Ja. Ja. Und Frau Douglas, wie geht's? Gut. Lange nicht dabei gewesen, ne? Rita geht. Rita? Rita? Was für eine Rita? Rita. Hier, wo gehen wir hin zu essen? Der komische Rita? Imbiss da geht. Welcher komische Imbiss? Da, wo wir schon ein paar Mal waren. Rosi. Rita? Rita. Rosi? Oder? Ja, aber wollen wir sowas Fettiges? Ja, was ist, was wollte, isst du denn? Ich wollte eigentlich von Multi diesen Gyros-Teller. Genau, der ist nicht fettig. Ja, aber der schmeckt gut. Der ist also nicht fettig. Ich will nicht sowas Fettiges. Dann nehme ich den Gyros-Teller mit Pommes. Ja, wollt ihr zu Rosi? Ja, dann fahr zu Rosi. Ich habe nicht gesagt, dass ich dahin will. Ich habe nur gesagt, dass... Die heißt Rosi. In Rosis hier, Grill. Hier rauf gibt es einen Rosi-Rita. Rosis Grill. Wollen wir das denn vielleicht hier in den Vlog mit einbinden, was du gestern aufgenommen hast? Manuel hat gestern die ganze Zeit... das kleine Vogelhäuschen bei uns gefilmt, weil die kleinen Meisen, die da drin sind, die werden jetzt flügge. Und da ist einer... Der heißt... Dick Mops Meisenmoors heißt der. Ja. Und das ist nämlich der dickste von denen. Der ist jetzt auch zu Anfang schon oben drauf gekrabbelt. Und der wird jetzt so langsam flügge. Und jetzt hat er die ganze Zeit seinen Kopf schon rausgestreckt und traut sich so halb mit einem Beinchen raus, aber noch nicht so ganz. Ich habe das gestern die ganze Zeit mit dem Fernglas beobachtet. Das ist so süß, der kleine Kopf. Der kleine Kopf. Ja, ich denke mal, heute oder morgen geht es für die los. Oder die sind schon heute Nacht. Das kann auch, nachts gehen die nicht. Nee? Aber es kann natürlich sein, dass sie heute Morgen dann los sind. Ja, und wir haben extra sowas gebaut, dass da keine Katze mehr hoch kann. Ne? Da kannst du extra solche Stäbe kaufen. Wie heißen die? Das ist solche... eigentlich Marderschutz. Und das haben wir gebaut, damit da keine hier Stalker-Katze bei uns, die klettert da immer hoch. Und Marlene, die kleine Ziege, ist nämlich jetzt auch schon so weit, dass sie da andauernd hoch will. Ja, und dann haben wir das beobachtet, da war Stalker-Katze da und die ist da drüber gesprungen. Jetzt habe ich da aber noch einen Gürtel zwischen gemacht, jetzt sind da drei Kettengürtel umzu. Ja, aber das anscheinend interessiert die Disney, ne? Nee, da kommt die nicht mehr durch. Da tut sie sich bei weh und dann lässt sie das auf. Ja, mal gucken. Wenn Manuel da was Gutes hat an Aufnahmen, dann werden wir euch das mal zeigen. Also das war so süß, wie die kleine Mopsmaus da immer ihren Kopf rausgestreckt hat. Mopsmaus. Dick Mops Meisenmoors. Ja. So, und sonst, wir müssen alles schnell hier unterbringen in der Zeit zu Multi. Ja, genau. Was gibt's sonst Neues hier? Geht's hier zu Multi? Ihr gestern wieder Gewitter unterwegs, ne? Geht's hier zu Multi? Ich habe hier keine Antwort. Ja, Multi. Ja. Wir sind gestern 62 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Dein Mann ist 62 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Ich auch. Du hast dich 62 Kilometer von deinem E-Bike tragen lassen. Manuel, ich muss treten. Manuel? Ja, du musst treten. Das heißt ja nicht, dass ich hier einen auf nee, cool mache und machst überhaupt nichts mache. Auf Stufe 3 und dann lass mal Stufe 3, weil dann ist sofort wieder mein Akku leer. Ja, auf jeden Fall kriege ich morgens schon eine Nachricht. Falls ich nicht erreichbar bin, wir sind den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Das war morgens um 10 oder so, ne? 10:30. Und dann um 4 Uhr nachmittags fängt das an zu blitzen und zu regnen. Ja, habe ich erstmal angerufen. Wunderte mich ja, dass du abgenommen hast, ne? So, wir saßen das wunderte mich.
Dann haben sie sich in so einem in so einer Bushaltestelle haben sie sich dann untergestellt. Ja, so ein bisschen Gewitter ist ja, ja nicht das Schlimme, aber der ist bei uns gegenüber von der B70, ja. Das war gleich der erste oder zweite. Ja. Da waren die Fensterscheiben am Knallen, mhm. Weil der gegenüber eingeschlagen ist. Aber ich war das auch ganz schlimm. Aber, ja. Aber wo wir da uns gerade befunden haben in Brinkum, da war, also es war dunkel, aber ja. Es regnete nicht und blitzte so ein ganz bisschen. Aber es kam nicht richtig was durch. Und dann waren wir zu dieser Bräuerei da, ne? Was habt ihr da denn? Kommt man da essen? Ja, und du, ich hatte unterwegs angerufen und gefragt, ob da noch was frei ist, ne? Ja. Ja, sagte, ist noch was frei. Sie können notfalls, wir haben sehr viel zu tun, Sie können notfalls auch dann draußen sitzen. Und dann kamen wir da an und da war das so 20 vor 1, ne? Ja, da kamen sie auch gleich, hat Getränke aufgenommen und dann auch gleich später, 5 Minuten später, dann gleich das, was wir essen wollten. Und rat mal, wann unser Essen gekommen ist. Stunde später. Rate. Weiß ich nicht. 2:30. Und wie spät war das so da? So viel hatten die zu tun, da war eine Konfirmation. Und wie spät war das da, wo ihr und wir waren 12:45 da. Oh, dann ja, bist du ja verhungert. Warst wieder am Zittern? Ja, ja, aber ich habe da so viel getrunken, weil die immer wieder ankamen. Boah, darf ich dann noch was zu trinken bringen? Und zuletzt auf ja, könnt ihr mal umsonst rausrücken, wenn ja. Ich über eine Stunde auf ja, mein Essen die, warten muss. Haben wieder. Die auch gemacht. Echt? Ne? Ja, auf Kosten des Hauses. Ja. So, und durch das ganze Trinken war hatte ich gar nicht mehr so viel Hunger. Och, Mann. Ja, aber was weiß das so? Ab und zu ja. Kannst du da nichts fühlen. Ja, da waren Konfirmationen, draußen saß das voll. Ja. Also, das war schon richtig. Das Wetter war ja super, ne? Ja, es sind jetzt auch 18 Grad. Es war keine Sonne da. Aber ich wollte am Wochenende ein Boot und ein Biene hat gesagt, nein, du kriegst kein Boot. Und dann war ich auch sehr enttäuscht und traurig den ganzen Wochenende lang. Du warst ja auch gerade erst ein bisschen krank gewesen, ne? Kannst ja. Du nicht gleich wieder ein Boot. Aber Regeln. Das kann man auch ein Boot. So. Das kann man nicht tun. Los geht's. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Vlog. Wir können doch in das Boot. Dann hast du doch ein Boot. Oh, Hummer. Du? Dann hast du doch ein Boot. Das ist kein Boot. Was ist das? Wenn man da so rein kann, ist das nicht echt. Das ist nicht echt. Ich will ein echtes Boot. Oh, mit einem Wasser. Ja. Ich finde das schön. Meinst du nicht, dass das schwimmt? Natürlich schwimmt das. Oh, ich will das Mega-Einhorn. Das kann man auch. Da kommt auch Wasser aus dem Horn. Für deinen Pool, ne? Ja. Mega Einhorn. Mega Einhorn. Schatz, Schatz, hier. Springt der Einhorn ja. Das ist ja cool. Ja, aber das ist, macht man ja hier. Nicht, wenn man da drin sitzt. Das wollte ich schon immer haben. So, was brauchst du? Hier, guck mal, der grünen Klein. Das war der grüne Flaschen. Aber ist das nicht zu teuer dann? Ja. 74 Cent? Für 750. So, los, was brauchst du jetzt? Ich will raus. Stress mich nicht. Nee, nicht stress mich nicht. Stress mich. Gas geben jetzt hier. Stress mich nicht. Genau da wollte ich gerade hinpacken. Nee, da nicht. Hier, da. Was ist das? Little Joe Fresh Mint. Und Little Joe Yum Yucca. Riecht nicht gut? Keine Ahnung, kann aber nicht riechen. Wo macht man die denn hin? Ach so, die klemmt man da so rein. Mhm. Sherry hier. Hm? Sherry, Sherry Lane. Brauchen wir in dieser Abteilung noch was? Ja, hier Gesichtswasser, immer ganz wichtig. Gesichtswasser. Das ist doch deiner Meinung nach Leitungswasser, ne? Das ist Leitungswasser. Hier ist ein Tiger. Ach so. Und das ist ein Leopard. Ach so, das ist ein Leopard. Oder das ist Zebra. Ja. So, Inhaltsstoffe. Wasser. Ja. Da. Wasser und Druck. Wo steht das? Aqua und Nitrogen. Ja.
Also das ist Leitungswasser. Kann man sich das dann nicht selber in irgendeine Dose? Dann kannst du das ja eigentlich genau so eine Dose reinfüllen, wo du glasklar drin hast. Kannst eigentlich auch glasklar ins Gesicht sprühen, dann wirst du wenigstens mal frisch. Ich brauche Rasierschaum. Ach so. Oder ich könnte mir jetzt ja auch das Gesicht wachsen, oder nicht? Nicht? Könnte man, oder? Aber nichts für Männer. Shall we lie?